Hallo, liebe Freunde des Sports. Heute melde ich mich mal mit einem anderen Thema. Bei euch, ihr nutzt ja schon ganz fleißig unsere Trainingsvideos, um zu Hause ja, fit und gesund zu bleiben, von zu Hause aus zu trainieren. Aber da gibt es noch eine andere ganz wichtige Sache, die wir jetzt nicht vernachlässigen sollten. Und ich denke, ihr wisst, worauf ich damit hinaus will. Es geht um das Thema Nährstoffe. Training ist ja leider nur die halbe Miete. Was ist jetzt besonders wichtig auf der Ernährungsseite? Was musst du tun? Was solltest du tun, um dein Immunsystem jetzt optimal zu unterstützen? Darauf möchte ich mal ganz kurz mit diesem Video eingehen. Letztendlich unterscheidet sich eine Ernährung in Corona-Zeiten nicht wesentlich von einer gesunden Ernährung in anderen Zeiten. Was musst du tun? In erster Linie musst du essen. Regelmäßig essen. Das bedeutet, jeden Tag essen. Mehrmals am Tag essen. An zweiter Stelle ausreichend Flüssigkeit. 2 Liter am Tag in Form von zuckerfreien Getränken, Wasser oder Tee. Letztendlich, um dafür zu sorgen, dass der Stoffwechsel reibungslos funktionieren kann. Der menschliche Körper besteht so aus 30 Billionen einzelnen Zellen. Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Und in jeder einzelnen Zelle laufen pro Tag tausende Stoffwechselvorgänge ab. Biochemische Reaktionen, die alle wasserabhängig sind. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass diese Reaktionen ablaufen können und damit der Stoffwechsel grundlegend funktioniert. An dritter Stelle Gemüse, Gemüse und nochmals Gemüse. Ist jetzt nichts Neues. Ich weiß, es ist langweilig, es ist immer wieder dasselbe, aber Gemüse liefert euch die notwendigen Mineralstoffe, Mineralien und vor allem Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, damit eure Immunabwehr auch gut funktioniert. Frisch und unverarbeitet sollten die Lebensmittel sein, also möglichst frisch kochen, möglichst wenig industriell vorverarbeitet. Damit auch von all den guten Vitalstoffen viel erhalten bleibt in eurem Essen. Ja, was ist jetzt für das Immunsystem besonders wichtig? Letztendlich geht es darum, dass, ja, das Gleichgewicht eures Immunsystems aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Belastungsfaktoren vielleicht gerade auch jetzt mal die Zeit nutzen, um hier so die eine oder andere schlechte Gewohnheit abzustellen oder zu reduzieren, bedeutet Gifte rausnehmen. Unseren Körper nicht zusätzlich mit Umweltgiften belasten. Und da möchte ich mal 3 Gifte ansprechen. Das ist zum einen diese schlechte Angewohnheit, das Rauchen. Nikotin ist einer der besten Vitamin C-Räuber und verhindert oder vermindert damit die Funktionen der weißen Blutkörperchen, also die Leukozyten, die für unsere Immunabwehr zuständig sind. Irgendwie blöd. Das zweite, Alkohol. Oh. Alkohol, auch Alkohol gilt ab einer bestimmten Dosis als Zellgift, wird also vom Körper über Giftmechanismen abgebaut und ausgeschleust, bedeutet aber auch, dass alle anderen Stoffwechselwege hinten anstehen. Also zuerst wird der Alkohol entgiftet und alles andere kommt danach. Das dritte Gift, da würde ich jetzt gern den Schokoriegel zeigen, den habe ich aber leider unten liegen lassen. Zucker. Einfachzucker meine ich damit oder auch Weißmehl. Das bedeutet nicht nur Süßigkeiten oder Süßgetränke, sondern auch Backwaren, Weißmehlprodukte, Weißbrot, weiße Brötchen, Fertigprodukte oder auch der Fruchtjoghurt. 100 Gramm Einfachzucker am Tag können die Abwehr von Viren und Bakterien um 5 Stunden verzögern. Also überleg dir gut, ob du den 1 Liter Brause oder Cola trinken möchtest oder ob du nicht vielleicht doch lieber zum Wasser oder Tee greifst oder zumindest die Menge reduzierst. Gifte raus! Das wäre schon mal eine gute Sache. Auf der belastenden Seite stehen aber auch negative Emotionen zum Beispiel. Stress, Angst, Depression,
Das sind so die Emotionen, die schwächen unser Immunsystem, und zwar ganz erheblich. Auch Schlafmangel zählt hier dazu. Auf der stärkenden Seite haben wir die Nährstoffe, die guten Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Und da spielt in erster Linie der Darm eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, wollen wir ein gutes Immunsystem, das uns fit macht gegen Viren, Bakterien, Krankheitserreger, dann sollten wir für eine gute Darmgesundheit sorgen. Denn 70% der Immunzellen, die werden im Darm produziert. Und 80% aller Immunreaktionen, also die Abwehr gegen Krankheitserreger, die läuft in der unteren Etage ab. Wäre also ganz cool, wenn wir da fit sind. Ja, darüber hinaus gilt es, wie sonst auch, eiweißreich. Unser Immunsystem besteht zu etwa 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Die immunrelevanten Aminosäuren, das Glutamin, Lysin, Arginin, Cystein, das sollten wir jeden Tag zuführen. Also 3 Eiweißlieferanten am Tag, pro Mahlzeit eine, Frühstück, Mittag, Abend, versorgt uns mit den nötigen Aminosäuren. Das können tierische Eiweiße sein, Quark, Eier, Fleisch, Fisch. Das können aber auch pflanzliche Eiweiße sein, Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse zum Beispiel, Samen oder Kerne. Und dann ist man da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Wenn wir jetzt uns mal so überlegen, in der jetzigen Krisenzeit, was in den Supermärkten passiert, was da eingekauft wird. Und das erlebt jeder von uns. Ich war vor 2 Tagen wieder einkaufen und konnte mir das Highlife ansehen, die Hamsterkäufe. Du bist Hamster, wie du alles kaufst, was noch da ist. Hamster, Klopapier bis zum Ende des Jahres. Hamster, du weißt, dass du übertrieben Hamster bist. Der Patrick Heitzmann, der hat ein sehr schönes Video gemacht, auch zu dem Thema Nährstoffe oder Ernährung und Hamsterkäufe. Und seine Anregung möchte ich gerne mal mit aufnehmen. Wenn wir mal schauen, was die Leute so einkaufen. Da sehen wir, die Nudeln sind ausverkauft, das heißt die Weizennudeln, nicht etwa die Vollkornnudeln, die kriegt man noch völlig bedenkenlos. Abgepackte Brote sind ausverkauft, abgepackte Süßigkeiten, habe ich vor 2 Tagen erst wieder bei Netto erlebt und war völlig verwirrt. Konserven. Was habe ich noch vergessen? Konserven, Nudeln, Mehl. Weißmehl. Das sind so ziemlich die schlechtesten Dinge, die man einkaufen kann, wenn man sich für eine Quarantäne ausrüsten möchte. Unser Stoffwechsel benötigt 45 bis 47 Einzelbausteine, damit er funktioniert, damit er gesund bleibt, dass unser Körper funktioniert. Und diese Einzelbausteine, die stecken nicht in Weizennudeln und die findest du auch nicht in Weißmehl oder abgepackten Fake-Broten. Also es ist nicht ganz nachvollziehbar, inwieweit diese Lebensmittel helfen sollen, zu überleben. Natürlich kann man damit überleben, aber es ist keine wirklich gesunde Auswahl, Ernährung. Also wenn ich hamstern würde, dann würde ich 3 Dinge bevorzugen. Haferflocken, Leinsamen und Eiweißpulver. Haferflocken, zum einen deshalb, weil sie lange haltbar sind. Hafer ist so ziemlich das beste Getreide unter den Getreidesorten, sehr eiweißreich im Vergleich zu anderen Getreidesorten, in Verbindung mit wenig Fett. Und es liefert uns die nötigen Mineralstoffe, die wir für die Gesundheit brauchen, aber auch für unser Immunsystem. Magnesium zum Beispiel, Zink. Calcium, aber auch Kalium ist mit dabei, B-Vitamine in den Haferflocken. Auch B-Vitamine sind immunmodulierend, also haben positiven Einfluss auf das Immunsystem. Habe ich noch was vergessen? Nein, ich denke, das war das Wichtigste. Ballaststoffe für die Darmgesundheit. Beta-Glucane, Inulin. Das sind die Ballaststoffe, die unseren Darm fit halten, damit der schön weiterhin die 70% Immunzellen produzieren kann und die Abwehrreaktion fahren kann, die wir dringend benötigen. Zweites Lebensmittel, Leinsamen. Leinsamen als Lieferant für
die ungesättigten Fettsäuren, die gesunden Fettsäuren, das sind die, die antientzündlich wirken. Nicht nur gegen Bakterien und Viren, sondern auch generell. Rheumaerkrankungen zum Beispiel, antientzündliche Wirkung. Leinsamen liefern außerdem auch sehr gute, hochwertige Ballaststoffe, aber auch einen hohen Anteil an Eisen, an Magnesium, Kalium und Calcium, auch B-Vitamine und Folsäure. Ballaststoffe bevorzuge ich persönlich in geschroteter Form, weil die Leinsamenkörner quasi schon angeknackt sind und der Körper dann einfach besser an die guten Inhaltsstoffe rankommt. Bei den ungeschroteten Leinsamen ist das Problem, die flutschen halt einfach durch, ne? Völlig ungenutzt. Deswegen lieber die geschrotete Variante, es sei denn, bei der ungeschroteten Variante, dass du die gut durchkaust, die Leinsamenkörner. Ja, das dritte Lebensmittel, was ich horten würde, wenn ich mich auf eine Quarantäne einstelle, ist Eiweißpulver. Eiweiß in hochkonzentrierter Form mit allen essentiellen Aminosäuren, die wir brauchen. Nicht nur für das Immunsystem. Eiweiß ist lange haltbar. Natürlich kannst du auch gern Quark, Eier, Fleisch, Fisch benutzen. Macht sich allerdings etwas schlecht, wenn man längere Zeit damit auskommen muss. Das wird relativ schnell schlecht. Deswegen Eiweißpulver eine gute Variante. Ja, und wie du dir aus diesen drei sehr hochwertigen Lebensmitteln eine leckere Immunbooster-Mahlzeit zusammenstellst, zum Frühstück zum Beispiel, das zeige ich dir gleich. Also bleib dran für den zweiten Teil. So, da sind wir wieder. Wir bereiten uns jetzt ein Frühstück zu. Ich habe mir den Jan dazu geholt als Verstärkung. Denn euch interessiert es bestimmt auch, was Jan so zum Frühstück isst. Wir machen zwei Varianten. Einmal eine feste Variante zum Essen, zum Frühstück. Und einmal eine Flüssigvariante für die beschäftigten, viel gestressten Leute, die morgens nicht ganz so viel Zeit haben. Ich habe ja vorhin euch drei Tipps genannt. Also die drei Hauptzutaten. Haferflocken werden auf jeden Fall dabei sein. Leinsamen werden dabei sein. Und in meinem Fall, ich weiß noch nicht, wie es bei Jan ist, ein Eiweiß als Eiweißbrat. Gut, wir beginnen einfach mal. Wir haben unsere Küchenzutaten mit hergebracht und mischen uns jetzt mal unser Frühstück zusammen. Jan muss noch ein bisschen was vorbereiten. Genau, muss ein bisschen schnippeln. Das heißt, er fängt einfach schon mal an und wir beginnen mal mit meiner Frühstücksvariante. Die gibt es bei mir von Montag bis Freitag. Am Wochenende gibt es was anderes. Und zwar nehme ich mir einmal die Leinsamen. Da habe ich jetzt die geschrotete Variante. Der Vorteil bei der geschroteten Variante ist, dass eben diese Körner schon angeknackt sind. Das heißt, dein Körper kann besser diese Inhaltsstoffe rausholen, die Mineralstoffe, Magnesium, Zink, kann gut auf die Fettsäure zugreifen. Dann mache ich mir noch mit dazu Sonnenblumenkerne. So ein, ja, ein kleines Esslöffelchen voll. Sonnenblumenkerne sind ein ganz toller Vitamin E-Lieferant. Das heißt, ja, antientzündliche Wirkung. Dann kommen bei mir noch rein Weizenkeime. Weizenkeime, auch hier haben wir wieder das Vitamin E, Antioxidant, antientzündlich. Und ja, ein gewisser Eiweißanteil, Aminosäuren. Also die, die für das Immunsystem relevant sind, stecken einen hohen Anteil in den Weizenkeimen. Dann natürlich die Haferflocken für die Ballaststoffe, für die Darmgesundheit. Mache ich so, ja, 3-4 Esslöffelchen und hier habe ich jetzt auch schon Weizenkleie mit eingemischt, also zu Hause vorbereitet. Das fülle ich mir dann schon ab, sodass ich da nicht mehr so viel Vorbereitungszeit habe für morgens. So, dann nehme ich noch dazu Braunhirsepulver. Das nehme ich jetzt deshalb, weil ich einen kleinen Siliziummangel habe. Mische ich mir noch mit rein. Wirklich? Ja. Du, verrückt. Auch ich habe Nährstoffmangel. So, dann Kokoschips. Also das wird ein 15 Zutaten drin, das dauert nichts. Da kann ich ja zwischendurch mal ganz kurz. Bist du schon fertig mit? Ich bin schon mit meinen Zitrusfrüchten fertig, mit der Zitrone und Orange, wo wir dann nur grob die Schale abnehmen. Einen halben Apfel habe ich reingemacht und eine Banane als Energielieferant. Dann hatte ich jetzt schon dabei Ingwer, eine dicke Scheibe Ingwer, ein dickes Stück Kurkuma und dazu kommt jetzt der Cayennepfeffer. Und dazu was ganz Wichtiges, also Kurkuma und Ingwer und Cayennepfeffer selbst haben antioxidative Wirkungen. Also
hauen die freien Radikale weg. Die stärken das Immunsystem. Das Spannende ist, dass sie in Kombination, also Kurkuma, Ingwer und Cheyennepfeffer, in Kombination eine natürliche Entgiftung des Körpers unterstützen. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Das sind alles Dinge aus der Naturheilkunde. Ich kann selber sagen, mein Immunsystem ist sehr lange stabil und kann das nur empfehlen. Schmeckt sehr lecker. Das macht, es gibt diesen ganzen Süßen eigentlich und den Herben durch die Kräuter, die nachher noch reinkommen. Und eine Schärfe. Ordentlichen Pep, die wirklich. Naja, Kurkuma und Ingwer, das ist ja inzwischen relativ bekannt. Ne? Genau, mit dem Cheyenne in Kombination macht es nochmal einen Zacken. Ja. Ich habe hier kein Eiweiß drin, also keine große Eiweißquelle, Andrea. Bei mir ist es meistens noch das gekochte Ei, das ich auch mal schnell reinhaue. Auch hier geht es um die Vitalstoffe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Hanfsamen. Hanfsamen haben Eiweiß, ein hochwertiges Eiweiß, aber haben auch sehr hochwertige Fette, einen hohen Anteil an Vitamin E und K und Vitamin D. Also das finde ich jetzt hier die Geschichte mit dem Öl. Und das klingt gut. Das Walnussöl. Ein bisschen Walnussöl. Das ist auch ein guter Hinweis. Ja, was bei mir jetzt so den Eiweißanteil ausmacht in meinem Müsli, ist einmal das Eiweißpulver, was ich noch zugebe, weil ich ja fast jeden Tag trainiere und dadurch einen Mehrbedarf habe. Andererseits sind aber die Haferflocken auch schon relativ eiweißhaltig, also für ein pflanzliches Getreide. Ich habe gestern nochmal nachgesehen, weil ich es noch genauer wissen wollte. Auf 100 Gramm Haferflocken haben wir 13,5 Gramm Eiweiß. Das ist genauso viel wie Magerquark steht. Verrückt. Das als pflanzliche Proteinquelle ist das schon echt super. Also ein bisschen aufgepeppt noch mit Eiweißpulver. Wie machst du das jetzt? Bekommst du das jetzt so, dass das nicht klumpt, das Eiweißpulver? Ja, das rühre ich mir einfach jetzt trocken so ein bisschen mit ein. Und dann gieße ich die Milch dazu und dann geht das eigentlich ganz gut. Das habe ich schon immer schön rumgekrümelt. Schälchen ist ein bisschen klein. Das waren jetzt eigentlich schon so die wichtigsten Trockensubstanzen. Du bist auch soweit schon zum Zusammenmischen? Genau, ich hätte jetzt nur noch Flüssigkeit und natürlich meine Kräutermischung. An Flüssigkeit habe ich hier, weil die Kräuter nachher sehr herb sind, einen orangen Mangosaft, frisch gepresst. Und ich habe nochmal einen Aronia-Saft, weil die Vitamin C-Lieferung aus dem Ingwer, aus dem Kurkuma, aus der Zitrone, Orange nochmal richtig kickt. Ja. Dass wir einen richtigen Mundbooster haben. Der Schluck macht noch ein bisschen Farbe, sieht nachher ein bisschen kackig aus, aber es schmeckt dadurch natürlich sehr schön. Ja, noch sieht es gut aus. Aber noch ist es nicht durchgemischt. Nein! Ja, ich mache mir jetzt noch ein bisschen Milch mit dazu. Also ich wechsle immer mal gerne zwischen Hafermilch und frischer Milch aus dem Reformhaus. So wie ich gerade lustig bin. Aber ich kann auch normale Milch nehmen oder Joghurt. Joghurt ginge auch zum Beispiel, genau. Okay. Oder auch Sojamilch. Was haben wir noch? Mandelmilch ist mir relativ beliebt. Solange es jetzt so die ungesüßten Varianten sind. Das, was ich vergessen habe, fällt mir gerade ein. Petersilie und Sellerie. Ich wusste es. Ich habe den ganzen Vormittag, den ganzen Morgen gesessen und pack alles ein. Sellerie und Petersilie auch nochmal aktuelles Powerfood. Ja, Sellerie ist ja ein regionales Gemüse, was wird noch ein bisschen verkannt in anderen Ländern. Sehr, sehr stark eingesetzt. Einen sehr hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, viele Mineralstoffe. Also normalerweise packen wir noch ein bisschen Sellerie mit rein und frisch geschnittene Petersilie. Auch das ein Powerfood, wahnsinnig viele Vitamine, Mineralstoffe. Das macht das Ganze gut. Super Immunbooster. Ja, bei mir kommt noch Joghurt mit rein. Ich habe jetzt mal hier die kommerzielle Variante. Normalerweise mache ich mir den Joghurt selbst. Also die meinen Darmworkshop besuchen, die wissen, was ich meine. Selbstgemachter Joghurt, ein Joghurtmaker mit frischen Milch und Joghurtflocken. Wollte ich jetzt aber nicht mit hierher bringen, deswegen einmal die Variante aus dem Becher. Der Vorteil bei dem frischen Joghurt ist, dass kann man lebende Bakterien drin schmecken. Also das, was deine Darmgesundheit fit macht, dein Immunsystem stärkt und dich da auf einen sehr guten Stand bringt. Riechst du die Kräuter, Andrea? Genau. Das sieht gut aus. Das ist jetzt eine Kräutermischung aus dem Reformhaus. Ich muss sagen, eine sehr teure Variante. Wir haben 15 verschiedene Wald- und Wiesenkräuter hier drin. Ja, aber auch Spinat, wir haben Mangold mit dabei, eine Brunnenkresse. Dazu gibt es dann noch mal ein paar Nährstoff-Schars, die wir euch einstellen. Hier geht natürlich auch der normale kleine Blattsalat gemischte Blattsalat aus dem Handel mit Spinat und was das dabei ist. Hier sind Löwenzahn dabei. Spezielle Geschichten, die einfach so standardmäßig nicht zu bekommen sind. Aber das macht es natürlich sehr interessant. Sehr geil. Alles drin im Mixer? Alles drin. Jetzt kommt nochmal ein Schluck Wasser, füllen wir nochmal auf, dass das Ganze nicht zu dick wird, sondern dass wir es auch gut trinken können nachher. Das sollte passen.
Und jetzt kann ich mich kurz verabschieden und gehe das Ganze mal durchmixen. Und dann mache ich hier noch mein Topping fertig. Es wird jetzt laut im Hintergrund, Andrea. Ich halte mir die Ohren zu. Du hältst dir die Ohren zu. Bis gleich. Nee, ich muss hier noch ein bisschen was machen. Also ein bisschen Obst kommt auch bei mir mit rein. Ein halber Apfel, zumindest jetzt über die Wintersaison. Im Sommer nehme ich dann lieber Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren. Few moments later. So, ich schnippel mir jetzt den Apfel hier, mache ein bisschen klein. Ich gucke halt auch, ne, dass ich die regionalen Äpfel bekomme. Meistens auf dem Wochenmarkt, also nicht unbedingt die abgepackten, die weit importiert werden müssen. So, ein paar Weintrauben tatsächlich. Das Messer ist nicht besonders scharf. So, dass wir hier so ein kleines bisschen Fruchtsüße mit reinbekommen. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar Granatapfelkerne. Das ist ein ganz toller Vitamin C-Lieferant. Aber auch, hier stecken ganz viele pflanzliche, sekundäre Pflanzenstoffe drin, die auch eine krebshemmende und antientzündliche Wirkung haben. Außerdem schmecken sie lecker und bringen noch einen guten Antiballaststoff. So, und jetzt kommt noch eine kleine Geheimzutat. Kleiner Supplement-Hinweis, Vitamin D. Das habe ich hier in Tropfenform. Das gibt es bei mir über Herbst, Winter, jeden Tag, gleich früh ins Müsli mit rein. Das sieht spannend aus. Vitamin D. Also jeder zweite bis dritte Deutsche hat einen Vitamin D-Mangel. Also etwa 60% sind davon betroffen. Bei deiner Analyse, wenn ich mich kurz unterbrechen darf, aufgrund der Übernahme festgestellt wird, die eigentlich eine Dunkelziffer vermutlich höher ist. Die deutlich höher ist. Also in unserem Breitengraden würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn eigentlich so gut wie jeder Vitamin D-Mangel hat. Man weiß, dass ein Mangel an Vitamin D das Risiko für Atemwegserkrankungen erhöht. Das heißt, ein gut ausgeglichener Vitamin D-Spiegel ist auch da ein guter Schutz, ganz besonders jetzt. Genau, recht die Randzahne nochmal im Raum gebrochen, auch ein regionales Produkt und sehr stark oder reich an Vitamin D und Vitamin K, was in Kombination wohl auch helfen soll, das Vitamin D aufzunehmen. Genau, dass das aufgenommen wird, nicht abgelagert wird. Gut, ja, also mein Müsli ist fertig, das Topping habe ich. Jans Frühstücksbooster ist auch fertig. Ist auch fertig. Meine Kinder haben sich lange gesträubt, aufgrund der Farbe das zu trinken, nachdem ich sie dazu überredet hatte, doch mal zu kosten. Das ist jetzt eine Portion gewesen oder eine Zubereitung für 4 Personen. Nachdem sie es gekostet haben, konnte ich sie überzeugen, dass Grün doch nicht so giftig ist, wie es aussieht. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben gesehen, was es hier schmeckt. Prost. Prost. Auf die Gesundheit. Er schmeckt kräuterig. Oder? Und aber nicht zu intensiv. Aber nicht unangenehm. Auch nicht zu süß. Ich habe lange dran gedockt, muss ich sagen, dass es schmeckt. Mhm. Ein grüner Immunshot. Ja, das war's im Grunde. Eine Variante habe ich jetzt hier noch für euch. Wenn ihr jetzt so nicht der Typ seid, der früh schon was essen kann, gibt ja ganz viele, die früh noch nicht wirklich was runterkriegen. Da ist einmal die flüssige Variante eine gute Option. Ich bin so ein Typ. Ja, wenn man noch nicht essen kann. Aber wir haben natürlich auch die Vegesan-Variante. Das ist für alle die, die es eilig haben. Nährstoffe hochkonzentrierter Form. Passen auch gut in die Hosentasche, das heißt schnell mal für unterwegs als Zwischensnack. Wenn ihr jetzt keine Lust, keine Zeit habt, euch früh was vorzubereiten. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Also auch ein leckeres Frühstück. Ja, wir sind soweit am Ende. Wenn ihr gerne weitere Videos dieser Art sehen möchtet, dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Gern auch ein Wunschthema, dass ich euch hier nicht langweile mit Sachen, die euch nicht so wahnsinnig interessieren. Das heißt, wir beide verabschieden uns hier an dieser Stelle. Sollte das Rezept noch einstellen, ne? Dass wir das noch abrufbar machen? Ja, gerne. Ja. Sehr gerne, genau. Machen wir. Und ja, wir verspeisen jetzt unser Frühstück und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt tapfer. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.